Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Melisa. Heute gucken wir die zweite Corona-Ansprache von Frau Merkel an. Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst. 大家好，我是 Melisa。今天我们来看一下默克尔总理第二次有关新冠病毒的演讲。这是在德国抗疫基本取得胜利以后六月底的演讲。我们一句一句来听，每一句听两遍。Besonders wichtig ist und bleibt die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie. Besonders wichtig ist und bleibt die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie. Überwinden, 克服. Er musste seinen Schmerz erst überwinden.他必须先克服痛苦。Wir zeigen dir Strategien, um deine Ängste zu überwinden. 我们向您展示克服恐惧的策略。Er hat die Krankheit überwunden. 他战胜了疾病。Das heißt zuallererst, die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen. Das heißt zuallererst, die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen.Zuallererst, 首先，它比 zuerst 在语气上更加强。Zuallererst müssen wir überlegen, ob die Sache überhaupt sinnvoll ist. 首先，我们必须考虑这件事是否有意义。Bei diesem Rezept musst du zuallererst den Honig mit dem Zucker in einem Topf erhitzen.这个配方你必须首先把蜂蜜和糖在锅里加热。Andämmen, 削弱、减少、抑制、控制。Einen Waldbrand andämmen, 抑制森林大火。Die Kosten andämmen, 控制消费。Die Kriminalität andämmen, 减少犯罪。Man müsste unbedingt den Verbrauch von Plastikverpackungen andämmen. 必须要减少塑料包装的用量。Und da ist neben der Politik jeder Einzelne gefragt. Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst. Das habe ich am 18. März gesagt und das sage ich heute. Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst. Und die von dem Virus ausgehende Gefahr ist weiterhin ernst.Wir vergessen es leicht, weil Deutschland bislang einigermaßen gut durch die Krise gekommen ist. Und da ist neben der Politik jeder Einzelne gefragt. Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst. Das habe ich am 18. März gesagt und das sage ich heute. Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst. Und die von dem Virus ausgehende Gefahr ist weiterhin ernst.Wir vergessen es leicht, weil Deutschland bislang einigermaßen gut durch die Krise gekommen ist. Einigermaßen, 在一定程度上，非常。Er hat sich wieder einigermaßen erholt. 他康复了一些。Wir waren doch einigermaßen überrascht. 我们非常惊讶。Aber das heißt nicht, dass wir geschützt wären, dass die Gefahr gebannt wäre.Dass dies nicht so ist, zeigen die sich aktuell rasant ausbreitenden regionalen Ausbrüche. Aber das heißt nicht, dass wir geschützt wären, dass die Gefahr gebannt wäre. Dass dies nicht so ist, zeigen die sich aktuell rasant ausbreitenden regionalen Ausbrüche. Ausbruch, 爆发，这个现在比较经常用到，比如说 Corona-Ausbruch, 新冠状病毒的爆发。Der Ausbruch der Gefangenen. Gefängnisausbruch. 越狱. Sie, wir alle, müssen es weiter als unsere gemeinschaftlich empfundene Verpflichtung verstehen, dass jeder und jeder Einzelne unser aller Schicksal in der Hand haben. Sie, wir alle, müssen es weiter als unsere gemeinschaftlich empfundene Verpflichtung verstehen, dass jeder und jeder Einzelne.Unser aller Schicksal in der Hand haben. Schicksal, 命运. Das Schicksal vorhersagen, 预测命运.
Das Schicksal eines Volkes. 民族的命运. Das ist mein Schicksal. 这就是我的命. Indem wir uns an die Regeln halten. Indem wir uns an die Regeln halten. Sich an die Regeln halten. 遵守规则. Warum muss ich mich an Regeln halten, die ich für falsch halte? 为什么我必须遵守我认为错误的规则? Corona-Abstandsregeln. Wie viel Abstand ist eigentlich genug? 新冠病毒距离规则. 多少距离就足够了? Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum und Händewaschen. Seit letzter Woche ist nun mit der Corona-Warn-App ein weiterer Baustein dazugekommen. Bitte nutzen Sie sie. Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum und Händewaschen. Seit letzter Woche ist nun mit der Corona-Warn-App ein weiterer Baustein dazugekommen. Bitte nutzen Sie sie. 好了，今天就到这里。你们喜欢跟默克尔学德语吗？喜欢的给我留言吧。我们下次再见。